jeden Abend dasselbe Theater vor meinem Haus, wirklich. Mr. London! Helmut Schellert, and now. And Erotic Dynamite! Abend hier im Kuschelsender, im Newsmaker Channel steht bevor. Danke. Meine Damen und Herren, das ist ja eine Begeisterung hier, wie sie demnächst wahrscheinlich auch ausbrechen wird, auf Mallorca bei Wetten, dass Open Air. Ich glaube, am Samstag in einer Woche ist es soweit. Wetten, dass Open Air aus Mallorca, und es gibt einen riesengroßen Run auf die Karten. Ich weiß gar nicht, ob es noch Karten gibt, aber 1000 Mark sollen geboten werden pro Karte auf dem Schwarzmarkt. Stellen Sie vor, 1000 Mark, das sind 4 Pesetas, wenn Sie gerade dort im Urlaub sind. Und ich verstehe es, aber ich verstehe es auch nicht, weil eigentlich ist er auf Mallorca jeden Abend Wetten, dass unter dem Motto, Wetten, dass ich noch fahren kann. Kompliment an Sie, meine Damen. Nicht umsonst sind wir die deutsche Frauenshow Nummer 1 im Vollweibersender Sat.1. Frauen sind geduldiger als Männer. Das haben japanische Forscher jetzt herausgefunden. Sie ertragen längere Wartenzeiten viel, viel besser als wir hektischen und unter Leistungsdruck dieser unmenschlichen Gesellschaft stehenden Männer. Wirklich wahr. Viele Frauen warten ruhig und besonnen 30, 40, 50 Jahre auf den Märchenprinzen. Ja. Und dann einfach ohne viel Aufhebens gestorben. Heute Abend haben wir für Sie ein sensationelles Programm. Ich war dabei beim Dreh zum neuen Video der Fantastischen Vier. Und es war für mich pulsierend und aufregend zu sehen, wie diese knallharte Musikbranche arbeitet, für mich als Angehörigen der älteren Generation, der sich gerne mal Volksmusik zu Hause auflebt. Aber ich wollte jetzt auch mal hören, wie es ist, wenn diese jungen Menschen arbeiten. Und wir haben heute Abend Top-Gäste. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, hat etwas Großartiges geschafft. Er hat eine Ikone abgelöst in ihrem ZDF. Und wenn Sie jetzt sagen, Ikone abgelöst, wieso? Heck macht doch weiter. Nein! Ich spreche von Derek, meine Damen und Herren. Inspektor Derek ging in den Ruhestand und er ist der Nachfolger und hat es geschafft, nahtlos an diesen großen, großen Erfolg anzuknüpfen. Bis zu 10 Millionen Zuschauer sehen ihn freitagabends. Er spielt den Derek-Nachfolger Siska. Bei uns zu Gast Peter Krämer. Sagten Sie Wort? Harry gibt's ja nicht mehr. Die harrylose Kommissarzeit im ZDF ist angebrochen. Und mein zweiter Gast ist eine rasend schnelle Frau. Sie ist Motorrad-Europameisterin. Und ich sage Ihnen die Klasse nicht, weil ich kann diese ganzen Klassen bei den Motorrädern mir nicht merken. Ich kann sie auseinanderhalten. Es ist eine unglaublich schnelle Klasse. 220 Stundenkilometer, glaube ich. Gestern ist sie ein 8-Stunden-Rennen gefahren. Und morgen geht es schon weiter zum nächsten großen Rennen. Sie hat heute nur hier einen kurzen Zwischenstopp eingelegt. Die Motorrad-Europameisterin Katja Pönsken. Eine sehr attraktive Frau. Sie haben es jetzt unter diesem Helm nur geahnt. Sieht toll aus. Ich habe es Ihnen gestern angekündigt. Wir waren am Montag in London, meine Damen und Herren. Dieser großartige Reisebericht ist in Arbeit. Wir wollen Ihnen den Mund wässrig machen. Für unsere Freunde demnächst mehr. From the capital of the British Empire. Tja, meine Damen und Herren.
Bilder aus London, die Sie noch nie gesehen haben, die sehen Sie bei uns demnächst in unserem großen Bericht über unseren nicht ungefährlichen Ausflug nach London. Es gibt eine schöne Meldung, wenn Sie zu den Fans der Love Parade gehören und demnächst in Berlin wieder mit dabei sind. Es soll auf der Love Parade ein Pornofilm gedreht werden. Stellen Sie sich sowas vor. Ja, das heißt, das wird nicht ganz einfach. Man sieht ja kaum mal bedeckte Leiber bei der Love Parade. Die Grenze zu entdecken, wo ist der Unterschied? Es soll schon während der normalen Parade gefilmt werden und hinterher werden die richtig scharfen Szenen dann in einem Berliner Park zu Ende gedreht. Die Love Parade mit pornografischem Inhalt. Das heißt, es ist im Grunde so ein Christopher Street Day mit echten Weibern. In Berlin, in unserer Hauptstadt. Kinder, Kinder, Kinder. Der Unterschied zwischen einem Porno auf der Love Parade und dem normalen Techno ist, Techno ist ja bumtja, 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 bumtja. Und der Porno auf der Love Parade ist bumtja, 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 oh, oh, fertig. Ich weiß gar nicht, will denn der normale Pornokonsument oder wie wir ihn nennen, Vox-Zuschauer? Will der denn? Ich will Pornos sehen, wo es klingelt, Tür auf, guten Tag, bei Ihnen soll ein Rohr verlegt werden, oder? Ja, mit einer Handlung. Der normale Pornokonsument will doch keinen Techno-Porno sehen, oder? Wo es so laut ist, dass man den eigenen Orgasmus nicht mehr versteht. Wer soll das denn anschauen? Aber, Moment. Herzlichen Glückwunsch, liebe Mainze. Goldisch Mainz. Am schönen Rhein. In Mainz gibt es ein tolles Jubiläum zu feiern, und zwar 5 Jahre Clownschule. Sie wissen, wir lieben Clowns. Oder vor allem die poetischen Clowns. Ohne Pointen, eine halbe Stunde in der Seifenblase rumtreten. Das ist unsere Welt. Und das kann man lernen. 4 Semester Ausbildung. Maximal 14 Teilnehmer auf der Clownschule in Mainz. Gelernt wird natürlich Einradfahren, das ist klar, Stelzen laufen, Jonglieren, mein Lieblingsding, vor allem mit Früchten und dann in eine reinbeißen. Und Akrobatik. Die typischen Lehrersprüche an der Clownschule sind: Sei doch bitte mal leise, ja, für mich auch schon die 6. Torte heute. Und die Top-Ausrede bei Schülern: Entschuldigung, meine Schuhe haben nicht im Bus gepasst. Bitte, was ist? Ja, Pflichtfach ist Biologie. Und das folgendes: Biologie muss sein, damit der Clown, wenn er ganz poetisch eine Blume pflückt, pantomimisch. Ja, damit er nicht eine Blume aus Versehen pflückt, die unter Artenschutz steht. Deswegen muss er auch von Biologie was verstehen. Und? Das war's damals. Wir haben die Musik auch schon mal gespielt mit Strom. Sie erinnern sich. Ja. Salto. Salto. Nico! Du bist schon wieder nur den 2,5-fachen gesprungen. Der berühmte Satz von Gustav Knuth. Wie oft habe ich es an dieser Stelle schon gesagt? Ein Vorurteil muss hier korrigiert werden. Ameisen. Sie wissen, die süßen kleinen Tierchen gelten ja als bienenfleißig. Man sagt ja, Ameisen sind so bienenfleißig, dass die Bienen mit verheulten Augen aus der Wabe kommen. Falsch! Ameisen sind aggressiv, faul und von anarchistischer Grundhaltung, hat man jetzt herausgefunden. Und männliche Ameisen haben Angst, panische Angst vor Sex. Sie haben Riesenangst vor dem Ameisenbär. Vom Aussterben bedroht. Ameisen, und das ist wirklich unglaublich. Ameisen können ein Vielfaches ihres eigenen Körpergewichts tragen. Ja? Viele RAN-Fans kennen das von ihrer philippinischen Ehefrau. Wir feiern in diesen Tagen ein großartiges
Ein großartiges Jubiläum, meine Damen und Herren. Was ist denn? Wo kommen Sie? Warum? Wieso kommen Sie jetzt? Nein, das ist doch Käse, das stört doch nicht nur mich, das stört doch auch die Zuschauer. Wo haben Sie denn geparkt? Sind Sie mit dem Auto hier? Ja. Na, warum können Sie nicht pünktlich hier sein? Fängt um 18 Uhr an, das weiß doch jeder. Ist besetzt. Wo denn? Draußen auf dem Frauenparkplatz? Wieso, das ist so riesengroß. Wo, hier auf unserem Frauenparkplatz? Nein, das stört einfach. Wo denn? Draußen auf dem Frauenparkplatz? Ja, das, ich bin gleich wieder hier. Das kann doch nicht sein. Der Parkplatz ist doch wirklich groß genug. Habt ihr was gesehen auf dem Frauenparkplatz? Dass da Autos stehen, die da nicht hingehören? Wir haben den extra einrichten lassen, weil wir ja überwiegend junge Frauen haben. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Da steht er hier. Ja, gucken Sie mal das an, das ist doch Wahnsinn. Der ganze Parkplatz ist leer, ja? Und er stellt sich ausgerechnet auf diesen Frauenparkplatz. Tut mir fast ein bisschen leid, dass ich so aggressiv reagiert habe auf diese Frau. Aber sie konnte natürlich nichts dafür, ne? Da steht der Wagen mitten allein. Das gibt's doch nicht. Hier, Frauenparkplatz. Das steht doch groß und breit. Wie dumm muss denn ein Mensch sein, um das nicht... Das reicht mir wirklich. Wir haben es oft jeden Abend, wissen Sie, ich kann mir immer die Vorwürfe machen lassen. Und mich stört es natürlich auch, wenn ich da vorne stehe und das Programm mache und dann kommen Leute rein. Und das Schlimmste ist ja, wenn sie dann nicht stören wollen, wenn sie so bewusst vorsichtig gehen oder in die reinhüsteln. Aber Joe, sei doch bitte mal so lieb, gib mir mal das Beschwerdetelefon, mir reicht's jetzt. Wirklich, wir haben es oft und oft genug gesagt, die Frauenparkplätze sind für Frauen da. Ja? Und er soll nicht sagen, ich hätte nicht gewarnt, mir reicht's. Ja. Ja, aber das hatten die uns anders verkauft, die uns das Beschwerdetelefon angedreht haben, oder? Ich meine, das ist ja gerade mal der Zigarettenanzünder verrutscht. Der muss weg! Ich will ihn nicht mehr sehen, wirklich! Ich hoffe, es hat am Lack keine Schramm gemacht. Danke, Joe. So, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe. Ich weiß überhaupt nicht, ob das von Sat.1 her erlaubt ist, dass ich da rausgehe und an das Beschwerdentelefon gehe mit in der Show. Aber so, da sind wir wieder. So ein Telefonat ist ja schön, wenn man helfen kann, muss ich sagen, oder? Und es sieht eigentlich auch schön aus, wenn man telefoniert. Können wir es nochmal sehen? Ja. Wir haben noch eine? Ja, hier. Ja. Und das Tolle ist, wenn Sie zu Hause sagen, das genügt mir nicht. Wenn Sie sagen, das genügt mir nicht, wie das hier so nur im Fernsehen zu sehen ist, das alles können Sie auch auf unserer Website im Internet sehen. Und seit heute 18 Uhr haben wir eine sensationell relaunched Website. Alles neu. Und die Mitarbeiter hängen mit nettigen Augen vor dem Bildschirm und starren drauf. Es sieht fantastisch aus. Es ist alles neu. Es ist nicht mehr wiederzuerkennen. Das hier ist unsere Adresse, unsere Anschrift. /www.schmidt.de im Internet. Ich sage das so gern, damit Sie merken, wie sehr ich in den Medien des ausgehenden 18. Jahrhunderts zu Hause bin, meine Damen und Herren. Und ich sage auch deshalb, weil wir sind ja hier die Sendung für die junge Generation, oder? Wo war ich vor 14 Tagen? Auf einem Friedhof in Berlin. Denn dort wurde, ja, dort wurde das neue Video der fantastischen 3, muss man jetzt sagen, gedreht, weil der 4. ist gestorben in diesem Video. Das Video heißt Michi Back in Hell. Und es ist faszinierend zu sehen, wie so ein Musikvideo entsteht.
Der besondere Trick an Videoclips ist, dass zu cooler Musik schöne, kunstvolle Bilder gezeigt werden. Wenn das beides wegfällt, sieht es oft nur so aus, als wenn Harald Schmidt im Auto durch eine öde Vorortsiedlung gefahren wird. Mit denselben Tricks wird auch beim neuen Video der Fantastischen Vier gearbeitet, in dem Bandmitglied Michi Beck feierlich zu Grabe getragen wird. Für eine ordentliche Beerdigung braucht man natürlich drei Dinge. Eine Sonnenbrille, künstliche Tränen und, ganz wichtig, eine Leiche. Zu Beginn des Videos soll ein Konvoi schwarzer Limousinen zur Kirche, in der die Trauerfeier stattfindet, vorfahren. Die Wartezeit, bis es endlich losgeht, wird uns überraschend von einer absoluten Ikone des Musikbusiness verkürzt. Hallo Udo. Ich bin der Chauffeur. Udo ist in glänzender Plauderlaune und es ergibt sich ein anregender Meinungsaustausch über die Welt im Allgemeinen. Udo Berlin, aber zu uns gucken, ja. Ja. Das Wetter. Udo Berlin, aber zu uns gucken, ja. Ja. Und ob in der rhythmischen Sportgymnastik die Keulen noch zeitgemäß sind. Udo Berlin, aber zu uns gucken, ja. Ja. Sehr schön. Wirklich gute Atmosphäre. Ja. Dann geht es los. 2000 hysterische Girlies säumen den Straßenrand. Was sie alles anstellen, um Einlass in Harald Schmidts Limousine zu finden, dürfen wir aus Pietätsgründen leider nicht zeigen. Jeden Abend dasselbe Theater vor meinem Haus, wirklich. Nach dem Gottesdienst wird die Trauerprozession zum Grab gedreht. Harald Schmidt wird in den ersten Reihen platziert und bekommt eine weibliche Begleitung an die Seite gestellt. Schauspielschülerin Lena aus Freiburg. Wie kommst du zu diesem Video? Über Ralf. Wer ist Ralf? Ralf ist der Regisseur. Ah. Das ist ein Bekannter von mir. Ralf ist der Regisseur. Das ist also Regisseur Ralf. Er zeigt den Darstellern noch einmal ein ekliges Foto von der Leiche, damit auch alle schön traurig gucken. Dann macht Harald Schmidt eine aufregende Entdeckung. Was mich sehr fasziniert ist, Lena hat ganz kurze schwarze Haare auf der Brust, im Busen, zwischen dem Brust. Spätestens jetzt ist für Harald Schmidt klar, er muss alles über Lena wissen. Lena, darf ich dich mal was Privates fragen? Bist du mit Ralf liiert? Nein. Überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Ist es nicht mehr, also in meiner Generation zum Beispiel, da kam man einfach zum Film, indem man mit dem Regisseur in die Kiste ging. Das ist heute bei Kitzhabern und sowas, ist das nicht mehr so. Überhaupt nicht. Das wirklich? Ja, klar. Also ich zum Beispiel, ich habe mit der alten halben ARD gekannt. Ja, wirklich. Ich bin Ralfs Frau und ich sehe ihr ähnlich. Sie sind Ralfs Frau? Wirklich wahr? Ah, da war also nichts zwischen Lena und Ralf. Möglich ist allerdings auch, dass Lena Ralfs Frau kennt und gemerkt hat, dass sie alles mithören kann. Clever. Endlich setzt sich der Trauerzug in Bewegung. Doch Regisseur Ralf unterbricht den Dreh, weil seine Frau nicht oft genug im Bild war. Ist das meine Frau, immer wieder gedreht wird auch? Das war ich. Ja. Ja, das stimmt aber schon. Das ist auch das Tolle, auch beim Hip-Hop-Video sind die gleichen Spielregeln wie zum Beispiel bei einer Show von Max Schauzer oder bei Dieter Thomas Heck. Ne? Die Frau öfters mal schneiden. Außerdem soll Harald Schmidts Trauer unglaubwürdig rübergekommen sein. Sogleich beweist er, wie herzerweichend er schniefen kann. Doch schon folgt der nächste Zwischenfall. Regisseur Ralf ist verzweifelt, denn die Leiche muss plötzlich dringend klein. Sehr unprofessionell. Beim Dreh der Grabszene gibt es dann erstmals Gelegenheit, auch die großen internationalen Stars in Augenschein zu nehmen. Der Bruder von Joe Pesci. Oh. Well, I'm here in a fucking Hip-Hop-Video in Germany. Und noch eine wichtige Frage wird geklärt. Du, guck mal bitte, dass du die Zwillinge da drüben noch mal richtig kriegst, sodass man auch die Beine sieht. Geh mal ein bisschen hier, wir sind durch. Ja, also, ja. Bisschen mehr auf die Beine? Ja, so. Weil ich dachte nämlich, die Zwillinge hätten unterschiedlich lange Beine. Jetzt ist mir aufgefallen, sie haben verschieden lange Röcke. Der Dreh eines Videos erfordert perfekte Teamarbeit. Wenn Regisseur Ralf sich lustige grüne Hörnchen auf den Kopf setzt, ist das das Zeichen für die Requisiteure, nebenan schon mal liebevoll den nächsten Dreh auch zu präparieren. Nichts wird dem Zufall überlassen, bis hin zum perfekten Outfit. Beeindruckend. Für die Schlussszene werden große Windmaschinen angeworfen, woraufhin die Trauergäste panisch in alle Richtungen über den Friedhof laufen sollen. Das klappt auch sehr gut. Nur einer hat nicht kapiert, was panisch bedeutet. Und jetzt sehen Sie weltexklusiv sämtliche Szenen, in denen Harald Schmidt im neuesten Video der Fantastischen Vier Michi Beck in Hell zu sehen ist. Ja, das war's. Nochmal? Bitte schön. Wahnsinn! 2,48 Sekunden Harald Schmidt und damit länger im Bild als die Frau von Regisseur Ralf. Edgy! Faszinierend! Die Welt! Der Musik.
Unser Liebling des Monats, Pastor Jürgen Fliege. Und Sie wissen es, am 12. Juli ist die entscheidende Sitzung der ARD-Direktoren. Dann soll entschieden werden, ob Jürgen Fliege seine Show abgeben muss, ob sein Vertrag zum Jahresende dann einfach ausläuft. Wir glauben nicht, dass die ARD das macht, denn Jürgen Fliege hat sein Stammpublikum. Aber wir sind an Geheimpläne gekommen, die schon verraten, welche Shows Jürgen Fliege machen könnte, wenn es mit dieser Show, die so schlicht und bescheiden einfach Fliege heißt, nicht mehr weitergeht. Wie wäre es zum Beispiel für alle Herren mit Fliegesünde? Oder? Das neue Spiel für religiöse Singles, Geld oder Fliege? Eine echte anspruchsvolle Konkurrenz für diese ganzen Soaps im Vorabendprogramm wäre die heitere ARD-Reihe Klinik unter Psalmen. Der Fliegenentenclub. Ja, ja. Oder. Da muss ich mal aufpassen. Fliege Meier, passen Sie gut auf dich auf. Das wäre auch was bei Sat 1, das große Spiel für Sings. Vielleicht hat die ARD mit Pastor Fliege auch etwas ganz anderes vor, indem sie sagt, im Grunde muss dieser Mann dahin zurück, wo er ursprünglich war, nämlich auf die Kanzel. Und das hieße dann das Wort zum Sonntag. Das wäre aber für viele vielleicht ein bisschen wenig. Deswegen geht es weiter. Hier, da, das hier, da, hier, da. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt die Sendung, die ich sehen möchte. Egal, was passiert, denn es ist echt die Frisur zur Show. Es ist absolut ein supergeiles Outfit. Und liebes ZDF, bitte, denk mal drüber nach. Demnächst mit Pastor Fliege, beten das! Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, hat ein äußerst schweres Erbe angetreten und hat das bravourös gelöst. Er ist der Mann, der Derek abgelöst hat. Sie wissen, Inspektor Derek ist nach vielen, vielen äußerst erfolgreichen, die erfolgreichste Serie der Welt, nach vielen erfolgreichen Jahren in Rente gegangen. Und jetzt gibt es freitags die neue Krimiserie Siska. Hier ist der Hauptdarsteller, herzlich willkommen, Peter Krämer. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja wirklich unglaublich gut gegangen. Perfekt und nahtlos, denn Derek ist ja eigentlich vergleichbar vom Standing her mit der Tagesschau. Ne? Das war so eine deutsche Institution, ja. Unglaublich beliebt und hat so ein bisschen Muffensausen bei der Übernahme? Nein. Nein. Nee, also das wird mir erst mit der Zeit jetzt immer bewusster, was das für ein Fund war. Ne? Und da ich mich vorher nie so damit beschäftigt habe, das war, fand ich auch ganz gut so, dass war das für mich kein Problem. Hast du mal mitgespielt in Derek? Ich habe zweimal mitgespielt in Derek. Ja. Welche Rollen waren das? Bösewichte? Leichen? Ein Leiche und ja. Ein Bösewicht. Und du hattest auch einen Dialog mit. Wobei der Bösewicht vorher auch, die Leiche vorher auch ein Bösewicht war. Also. Aha, sodass man als Zuschauer gesagt hat, ja, endlich ist er tot.
Ja? Wie hat dich dieses Angebot erreicht? Ruft da Helmut Regelmann, der große Produzent. Ja, ganz überraschend. Ich stand in meinem Garten und da kam der Anruf, wie das so ist. Ne? Ich war vorher 2 Jahre ohne Arbeit, das heißt, ich habe nur Vorstellungen gespielt am Theater und habe 2 Jahre ausgesetzt, nachdem ich 18 Jahre Theater gemacht habe. Und dann kam genau in dem Zeitraum, wo die 2 Jahre Arbeitslosigkeit vorbei waren, der Anruf. Ja. Was heißt ohne Arbeit? Du hattest definitiv keinen Job? Ich hatte keinen Job, aber gewollt. Also ich wollte einfach, weil meine zweite kleine Tochter auf die Welt kam, aussetzen. Ja. Die ist mittlerweile 3 und habe dann beim Theater gekündigt. Ja. Und habe nur noch die Vorstellungen gespielt im Monat. Das heißt, ich fliege dann 4-5 Mal hoch und muss spielen. Ja. Das heißt, hoch. Ansonsten war ich in Mülheim war das. Theater in der Ruhr in Mülheim-Ruhr. Ja, da warst du auch im festen Engagement. Genau. Ja? Wie lange? 3 Jahre. Und wie lange bist du überhaupt schon am Theater? 18 Jahre. Das heißt, du bist ein richtiges Bühnentier. Ja? Ein Theatermensch. Deine Frau hatte aber doch einen Job, als du auf das Baby aufgepasst hast, oder nicht? Oder habt ihr nur von dem gelebt, was du pro Vorstellung schon, gekriegt hast? Doch meine Frau hat ab und zu wieder ein bisschen gearbeitet. Ja, was macht die beruflich? So, Heilpraktikerin in Richtung chinesische Medizin, Akupunktur und das sind deine Themen. Ja, meine Welt, das ist großartig. Behandelt sie dich auch? Ja. Ja? Ja. Bei allem? Mittlerweile, am Anfang hatte ich ziemlich Schiss vor diesen Nadeln. Ja. Aber mittlerweile lasse ich es über mich ergehen und es hilft sehr, sehr oft, Gott sei Dank. Wogegen? Zum Beispiel Schlaflosigkeit. Ich hatte vor 2 Jahren einen ganz kräftigen Einschnitt, wo ich vor 1,5 Jahren, wo ich auf einmal nicht mehr schlafen konnte. Um 4 Uhr wurde ich wach, ich konnte den Wecker nachstellen. Ja. Und das ging ein halbes Jahr und irgendwann haben wir darüber geredet und dann sagte sie, hat sie versucht nachzudenken, wann das angefangen hat. Ja. Und dann kamen wir dann zu des Rätsels Lösung und dann hat sie mich akupunktiert und seitdem war es weg. Wo wird man akupunktiert, wenn man nicht schlafen kann? Im Ohr? Du komm doch mal vorbei, kannst du schlafen? Ja, ist ja verständlich. Ach so, dann hast du ja das Problem. Ja, ich habe ein gutes Gewissen. Ja. Ja. Bin unbelastet. Aber ich glaube sehr an diese Medizin. Ja. Ja. Ich glaube sehr an diese chinesische Medizin. Ja? Ja, weil es irgendwie ganzheitlich den Körper sieht. Ja, ja ich glaube da auch sehr dran. Geht's dir? Also es gibt Momente, wo es halt nicht klappt. Also das ist bei der Schulmedizin aber genau dasselbe. Aber mein erster Schritt ist halt oft in diese, schon eher in diese alternativen Geschichten rein. Ja. Was war das, warum du nicht schlafen konntest? Kannst du das erzählen oder war es zu... Das kann ich erzählen. Das waren, ich weiß jetzt nicht, also wenn man die erste Folge von Siska gesehen hat, ja? Ja. Da gab es einen ganz am Anfang, wo Siska praktisch aus dem Ruhrpott, wo ich ja auch gebürtig herkomme, seine Frau verliert und nach München versetzt wird, als im Volksmund Derek-Nachfolger, was ja letztendlich so nicht der Fall ist. Auf jeden Fall verliere ich die Frau und so weiter und so weiter. Erster Drehtag, nee, nicht der erste Drehtag, aber es war ein Tag, wo wir die ganzen ersten fünf Minuten gedreht haben. Ja. Und das war sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Und das haben wir nach einem halben Jahr gemerkt, dass das damit zu tun haben muss. Ja. Also das ist eine ganz verrückte Geschichte, die ich so als Schauspieler, also so in meinem Beruf, so noch nicht erlebt habe. Ja. Aber es war so. Ach so, das heißt, du warst so aufgeregt oder das hat dich wahrscheinlich gedanklich noch so beschäftigt nach dem ersten Drehtag, dass du deswegen nicht schlafen wolltest. Es war mir sehr, sehr wichtig, diese ersten 5 Minuten. Ja. Und das erzählt einiges über eine Figur. Und wie das jetzt, welche Kanäle, durch welche das verursacht wurde, das weiß ich nicht. Hat dir der Produzent gesagt, warum er ausgerechnet auf dich gekommen ist? Ich meine, das ist ja eine Traumrolle für einen Schauspieler, der so eine Serie machen möchte. Ja, der fand mich gut. Klare Antwort. Nee, echt? Ja. Er hat auch, klar, der sagt so, hier und da sagt er was und so, aber der wollte mich. Ist das Team noch dasselbe wie bei Derek? Müsste man ihm mal fragen, warum? Also. Ja, aber ich meine, das ist eine Rolle, um die sich viele beworben haben, da bin ich sicher. Die anrufen, hallo, ich will nicht stören, aber Tappert geht doch jetzt. Und ich bin nächste Woche in München und ich mache mal eine kurze Probe. Harry, ja, so am Telefon. Ist das Team dasselbe noch wie bei Derek? Sind da viele noch dabei, die bei Derek auch dabei waren? Ja, von der Technik und so, von den hinter der Kamera, sind viele dabei. Und sagen die, oh mei, das haben wir ja beim Derek ja ganz anders gemacht. Wird es ja gesagt, oh mei, der Horst, der hat ja die Szene, der hat die Texte schon kennt, bevor es geschrieben worden oder so. Also wird da viel noch aus der guten alten Zeit erzählt? Nein. Nein, nein, nein. Von Anfang an kein, also. Man hat sie einfach gemacht, da einzusteigen? Ja. Ja. Ja, doch. Ich habe also auch mit den Kollegen, also das erste Jahr muss ich sagen, toi toi toi, also da haben wir Lust und Laune gehabt. Und ich denke, das sieht man auch in den Folgen, dass wir da einen Weg gegangen sind im ersten Jahr. Und ja, du kriegst auch sehr gute Kritiken. Wie reagiert das Publikum auf dich, wenn man dich jetzt auf der Straße sieht? Wirst du da noch auf der Regie angekommen? Ja, oft, nee, direkt nicht, aber Siska. Das tatsächlich, das hat sich durchgesetzt. Nicht Peter Krämer, aber Siska.
Aber das ist nochmal so, ne? Ach so, die sagen dann Herr Siska. Ja, ja, klar. Nee, nicht Herr Siska, Siska, aber schreien einfach Siska. Machen wir Platz mit dem Einkaufswagen, ganz Siska. Ganz plötzlich, lassen alle Typen. Ja, ja. Ja, ja, könnt so. Ihr auch. Ich weiß gar nicht, wie aber Derek. Derek ist, glaube ich, in Ruhestand gegangen in der letzten Folge. Sonst können auch viele auf die Idee kommen, vielleicht du hättest Derek ermordet oder was, um an die Rolle zu kommen. Ne? Das glauben ja auch viele. Ja? Ja, ja. Ja, dann wollen wir damit mal aufräumen. So war nicht. So er ging, nicht. Aber glaube ich, ganz, ganz normal in Ruhestand. Ja. Ja. Wie sieht's aus mit deinen Theaterplänen? Willst du noch weiter Theater spielen? Ach, das kann ich immer. Im Augenblick steht mir jetzt noch wahrscheinlich einige Sendungen von Siska bevor. Da, ich könnte mir vorstellen, dass ich wieder Theater spielen möchte, aber ja. Ich spiele immer noch eine Vorstellung, also zwei Vorstellungen am Theater in der Ruhr. Ja. Und einmal im Monat muss ich da ja. Nochmal antreten, das ist auch sehr schön. Was ist das für ein Stück? Diener zweier Herren von Goldoni ja. Oder auch Teatro Comico von Goldoni. Ja. Und, was spielst du ja. Da? Was ist das für eine Figur? In Diener zweier Herren ja. Spiele ich einen Killer. Ein Killer? Ein Killer. Das heißt, du bist schon ein bisschen festgelegt auf diese Wieso? Rolle. Ja gut, kein Siska Kommissar, ist ja kein Killer, Killer so aber ist es ist dasselbe Genre. Das ist Krimi. Ein wie reagieren die Kollegen am Theater? Ist ja häufig so, dass man in der Kantine dann sagt, ich freue mich für dich, dass du das jetzt machst mit dem ZDF. Pass ein bisschen auf. Ja, weißt du, in Theaterkantine ist das so, sagen, ich habe mal reingeguckt, ja, es war okay, es lag nicht an dir, du warst gut. Ja? Erlebst du das? Ja. Bei den Schauspielern, weißt du... Ja, so ein Grundtenor gibt es auch. Gibt, ja. Auch, gibt auch anderen, aber du kennst dich da aus, habe ich das Gefühl. Ja, ich war nie am Theater in der Verlegenheit, eine große Rolle zu spielen, weder am Theater noch dann in der Serie. Aber man hat es halt so erlebt, also beispielsweise, er war aber mal bei uns am Theater, ja. Aber dann, er verdient ein Schweinegeld jetzt, aber er ist völlig ruiniert. Und so, er wird auch, ja. er wird, und man hat dann über Schauspiel gesagt, weißt du, den nimmt kein Theater mehr. Er wollte auch nicht mehr zurück, ne, weil er hat ja im Traumschiff so wohl gefühlt. Und da gibt es dann viele Kollegen, die sich so vorab Sorgen machen. Aber das hast du da nicht erlebt in Mülheim, nein? Ja, es gibt schon Stimmen, wo gesagt haben, überlegst dir. Und das hat auch ja. meine Stimme mir sofort gesagt. Und ja. Ich habe auch drei Wochen darüber nachgedacht. Aber da gibt es ja auch eine Nadel in solche Stimmen, oder? Es gibt eine Nadel, es gibt viele Nadeln, klar. Aber es gibt dann wirklich, es ist ein Schnitt für mich in meinem Leben gewesen und da muss ich schon drüber nachdenken. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja, wie lange läuft jetzt dein Vertrag? Noch ein, also jetzt bis Dezember. Ende dieses Jahres ist der Vertrag, aber du wirst so weitermachen. Das schauen wir mal, schauen wir mal. Wirklich? Das ist für dich auch nicht entschieden? Nein, die Gespräche finden statt in circa 3-4 Monaten. Dann finden die Gespräche statt und dann werden wir weiter... sagen können, ich mach... Nee, ehrlich? Ich muss doch nicht sagen können, ich mache sie jetzt meinetwegen 10 Jahre oder 2 Jahre oder 5 Jahre. Ich reagiere da relativ, also ziemlich intuitiv, glaube ich. Das würde mich mal interessieren, wie der Produzent einer solchen Serie reagiert, wenn man sagt, lass es uns mal von Folge zu Folge machen. Nein, was? Nicht von Folge zu Folge, aber von Jahr zu Jahr. Lass mir die Möglichkeit, wie ist das denn bei Ihnen? Bei mir? Ja. Jedes Jahr? Nee, ich werde kriege mittags einen Fax, ob ich kommen soll. aber das würde mich einmal, das würde mir eigentlich gut gefallen, dass man dem Produzenten ein bisschen testet und sagt, lass uns es offen lassen, dass ich einfach, wenn ich vom Gefühl her so drauf bin, meine Frau hat da morgens in den Teeblättern was gelesen, lass mir, ich wünsche mir von dir die Möglichkeit, mitten in der Folge aussteigen zu können. Ja, nein. Ich glaube, da hätte ich keine gute Resonanz. Nee. Also, aber das ist auch nicht das Spiel. Also das ist nicht so, also das ist nicht angesagt. Ich mache es ein Jahr, ich mache es noch ein Jahr. Und ja. Dann, also das ist immer die Dimension, in der das abgeschlossen wird. Und ja. Das ist ein Jahr, ist ja viel. Wie viele Folgen sind das? 7, 8? 10 bis 12. Wie viel Drehzeit ist das? Wie lange dreht man? 3 Wochen im Monat, eine Woche Text lernen für die nächste Folge. Also bist du praktisch jeden Monat. Das ist ja knüppelhart. Ja. Da hat man ja kaum noch Freizeit. Hat man da nicht Angst, dass man verheizt wird? Wenn man so viel im Fernsehen ist. Schmeckt dir das Wasser? Ja. Ja. Du kannst auch immer noch einen Shampoo haben oder ein Bier. Wieso? Das ist deutsches Wasser. Ja. Also ich muss sagen, das imponiert mir, wie du da mit umgehst und reagierst, weil die meisten, die wir hier haben aus Serien, die sagen, also ich muss sagen, toi, 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 aber das läuft so toll, ich mach das ewig. Aber du sagst, lässt auf dich zugehen, hast den Spaß mit dem Theater, bist auch gerne Hausmann? Naja, gerne. Aber es hat dir Spaß gemacht, die Zeit, die du warst. Ja, total. Wie lange war das? 2 Jahre lang. Ja, immerhin. Immerhin. Ja, da lernt man das. Es kann lang werden. Es kann lang sein. Ja, aber gut, aber hast du deine Tochter intensiv mitgekriegt, oder? Allerdings, deswegen. Wann ist die nächste Folge? Die nächste Folge ist am 23., glaube ich, oder? Ja,
Und sie heißt, weißt du das? Siska. Siska. Das ist der Hauptdarsteller, meine Damen und Herren. Peter Krämer, der neue Krimistar in ihrem ZDF. Mein Lieber, alles Gute, viel Erfolg weiterhin, auch für das Theater. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Peter Krämer und sie ist Motorrad-Europameisterin 1998. Gestern am legendären 8-Stunden-Motorradrennen in Oschersleben teilgenommen, meine Damen und Herren, dem Grand Prix von Oschersleben. Ich weiß nicht, ob es Grand Prix heißt, ich werde Sie gleich fragen. Herzlich willkommen, Katja Pönsken. War das ein Grand Prix in Oschersleben? Nein, es war kein Grand Prix. Es war von Motoaktiv. Die haben da ein 8-Stunden-Rennen veranstaltet. Ja. Da bin ich mit. Wo ist Oschersleben? Das ist zwischen Hannover und Magdeburg, also näher bei Magdeburg. Ja, und das ist eine große Rennstrecke? Ja, sie ist ziemlich neu. Ja. Ist nicht so arg groß, aber es ist, die Boxengasse ist ganz toll und die Boxen ist alles noch ziemlich neu. Sollte auch mal Autorennen gefahren werden, Formel-1-Rennen? Ist es auch in Planung? Also Formel-1 glaube ich nicht, aber Autorennen wird dort gefahren. Ja, was heißt 8-Stunden-Rennen? Fährst du 8 Stunden alleine? Nee, das fährt man mit 3 Leuten. Ja. Und da muss man halt ausrechnen, wir mussten jetzt 11 Stops machen. Ja. Und dann haben wir ausgerechnet, wenn jeder 40 Minuten fährt, dann kommt man genau hin mit den 11 Stops. Ja. Ja, und ich bin am meisten gefahren, weil ich die schnellste war von den 3. Waren die beiden anderen auch Frauen? Nee, Männer. Du warst schneller als die Männer? Ja. Das heißt, bei Motorradrennen fahren Frauen und Männer im selben Rennen? Ja, klar. Deine Hauptkonkurrenten sind Männer? Ja, das sind nur Männer. Ich bin die einzige Frau. Die einzige Frau im ganzen Motorradzirkus? Ja. Ich sag jetzt mal. Jetzt musst du mal genau sagen, bitte, was du dir für eine Maschine fährst und in welcher Klasse du Europameisterin geworden bist. Also, ich bin letztes Jahr Europameisterin geworden in der Super Mono Klasse. Ja. Das sind Einzylindermaschinen. Ja. Und die sind zum größten Teil selber gebaut. Also, meine hatte einen Zylinder, hatte über 90 PS, also knapp 100 PS. Hat nur 120 Kilo gewogen, also da ging schon einiges. Ja. Und da bin ich mit den Männern gefahren und bin Europameisterin geworden. Und dieses Jahr, ich fahre hauptsächlich die 600er Deutsche Meisterschaft, Supersport heißt das. Ja, was und heißt 600er? 600 Kubik. Aha. Genau. Wie schnell sind denn? Ja, wie schnell sind denn solche Motorräder? Also die 600er, die läuft so 275 ungefähr. Auf dem Motorrad? Ja. Wann fährt man denn diese Geschwindigkeit aus? In den Kurven? Nein. Nee, wenn es geradeaus geht. Geradeaus? Ja, genau. Kann man in Oschersleben 275 fahren? Nein. Nein. Wie schnell kann man da fahren? Ich weiß es nicht genau. Also ich schätze so 240, schätze ich mal. Du bist eine attraktive junge Frau. Wie reagieren denn die Eltern, wenn ihr sagt, ich werde Motorradprofi? Ja, also die waren am Anfang nicht so begeistert. Also erst recht nicht meine Mutter. Angst? Die hat Kind, jetzt lern doch was. Angst. Oder heirate ja, heirate einen Installateur, aber doch nicht. Aber doch nicht. Ja. Aber doch nicht Motorrad. Ja. Kann man verstehen, oder? Das kann man verstehen. Aber du hast dich durchgesetzt? Ich habe mich durchgesetzt. Bist du von elterlicher Seite her vorbelastet mit dem Motorrad? Ja, also mein Vater ist selber schon Motocross-Rennen und Enduro gefahren ganz früher. Ja. Und mein Opa war Motorradjournalist und also ich bin schon ein bisschen vorbelastet. Gut, also dann ist es ja naheliegend. Ja. Ja? Jetzt hattest du im letzten Jahr einen schweren Unfall. Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren. Wo ist der passiert? In Calafat in Spanien. Ja? Mhm. Wie ist das passiert? Also ich weiß davon nichts mehr. Ich weiß es nur noch vom Erzählen eben. Ja. Ich bin am Ende von einer langen Geraden gestürzt. Es war eine ziemlich schnelle Linkskurve. Und ich bin da wohl, habe die Kurve nicht gekriegt und bin geradeaus. Und da war so eine Begrenzungsmauer. Und in die bin ich reingedonnert, also mit über 200. Und ich war dann fast 3 Tage im Koma. Ja. Und war dann halbseitig gelähmt und habe einen Monat lang in der Reha-Klinik verbracht. Ja, aber du warst halbseitig komplett gelähmt? Fast komplett. Also mit Mühe und Not konnte ich schon alles bewegen. Ja. Aber, und in der Reha-Klinik in Spanien? Nein, in Deutschland. Das heißt, man hat dich hochgeflogen? Nein, oder? Ich bin mit dem Wohnmobil mit dem Papa nach Hause gefahren, weil die in Spanien, die haben gesagt, ich hätte nur eine Gehirnerschütterung. Und wirklich? Wirklich, wa? Wie hat dich denn der Arzt in Spanien untersucht? Keine Ahnung. Ich weiß nichts mehr. Ah, du warst ja bewusstlos. Ja. Ja, richtig. Genau. Wahrscheinlich. Das ist Gehirnerschütterung.
so, ja. Dann bist du hinten im Wohnmobil gelegen oder etwa noch auch nebendran gesessen? Nein, gelegen. Ich habe fast nur geschlafen. Ja? Wie lange seid ihr da gefahren? 3 Tage oder was? Nee, 1 Tag oder so, ich weiß nicht. Aus Spanien einen Tag bis Heppenheim? Ja. Ja, dann bist du da nochmal gecheckt worden. Und dann sind wir direkt zum Arzt, zum Neurologen. Ja. Und der hat eine Gehirnblutung festgestellt, also ein Hämatom. Und hat halt gesagt, ich muss sofort wieder ins Krankenhaus. Ja. Ja, und dann bin ich nach Langensteinbach in die Reha-Klinik. Ja. Und da war ich 1 Monat dann. Ja. Und hab trainiert jeden Tag. Es hätte tödlich enden können, oder? Ja, hätte schon. Ich meine, ein Hämatom im Kopf nicht erkannt. Ja. Wenn es einen Millimeter irgendwo anders hin wandert, Feierabend. Ja. Ja. Bist du da hinterher noch mal in Ohnmacht gefallen, als du gehört hast, was der spanische Arzt diagnostiziert hat? Nee. Oder was? Nee. Und was macht man da in der Reha-Klinik? Warst du dann immer noch halbseitig gelähmt? Ja, also ich war da immer noch halbseitig gelähmt und ich habe halt viel trainiert. Ich habe Tischtennis gespielt dann in der Reha-Klinik und bin schwimmen gegangen und habe Ergotraining bekommen, also halt für meine linke Hand. Und, ja. Und das hat dann wieder funktioniert? Jetzt ist alles wieder hergestellt? Ja. Und auch seither kein Unfall mehr, nein? Doch. Wieso? Wie denn? Aber wieder mit dem Motorrad? Ja, klar. Was war das für ein Gefühl, als du zum ersten Mal wieder draufgestiegen bist dann? Es war ein bisschen komisch. Also ich hatte keine Angst, aber ich habe genau gewusst, dass alle Leute auf mich gucken und ihr Kommentar dann hinter meinem Rücken abgeben, ja, das wird wieder was oder das wird nichts mehr. Und davor hatte ich ein bisschen Schiss, also von den anderen Leuten. Aber und was war der andere Unfall dann? Also ich bin dann beim zweiten Mal, als ich wieder draufgesessen war, bin ich in Ungarn gestürzt und habe mir meine Hand gebrochen und meinen Fuß. Und dann musste ich noch mal 2 Monate... Wurde das erkannt vom Arzt? Ja, ja, klar. Ja. Und dann musste ich eben noch mal 2 Monate pausieren. Ja. Und das hat mir aber ganz gut getan, weil ich war im Kopf noch nicht ganz fit, um wieder Rennen zu fahren. Ja. Genau. Das denke ich mir, da ist die Blockade, dass man, oh Gott, da vorne kommt eine Kurve. Ja, ich fahre mal lieber geradeaus, die sieht mir zu gefährlich aus oder so. Ja, ja, unglaublich. Es gibt ja so, also zum Beispiel Schwäbische Alb, mit diesen ganzen Steigen und so, das ist ja, das wimmelt von Motorradfahrern am Wochenende, weil die mal mit ihrer 500er aufbrezelt. Ja. Man muss sagen, viele kehren von dort nicht zurück. Ja. Ist so. Kaum einer, wo man sagt, er ist so schnell gefahren oder er konnte es nicht, sondern der hat aufbockt. Kennst du diesen Ausdruck? Der hat in der Kurve aufbockt. Angeblich ist der Motorradständer unten zu tief gebaut und er hat sich reingelegt, hat aufgebockt, obwohl er natürlich nicht wollte und ist abgestiegen. Ja. 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 Und das gibt schwäbische harte Urteile. Der ist erst auseinandergefallen, wo ist ihm der Helmrad da hin? Der Helm hat der Kopf zusammengehebt. Ja. Also solche Unfälle. Mhm. Fährst du Privatmotorrad? Selten. Also ich habe fast keine Zeit, um Privatmotorrad zu fahren. Ich mache noch eine Ausbildung, die mache ich nebenher. Was machst du da? Einzelhandelskauffrau. Aha. Auch in einem Motorradgeschäft. Ja klar, du bist ja Fachfrau. Ja. Ja, das ist ja, das wäre dann, wenn es mal ein Geschäft, unter deinem Namen schon? Nein. Aber ich meine, Katja Pönsken, Motorradshop oder so, das wäre ja dann irgendwie naheliegend, ne? Ja, vielleicht später mal. Ja. Und mein Eindruck ist, die meisten Motorradfahrer fahren viel zu schnell und fahren unglaublich riskant, so im Alltag. Zwischen LKWs, durch Überholen an Stellen, wo es der Wahnsinn ist. Ist das nur bei mir als Rentner, dass ich Angst habe oder ist das so? Also es gibt schon viele Motorradfahrer, die auf der Straße zu schnell fahren. Für die Verhältnisse eben, man muss ja immer auf die anderen aufpassen, also die anderen können ja auch einen Scheiß bauen. Ja. Und also ich fände es gut, wenn alle Motorradfahrer, die einen Motorradführerschein haben, wenn die 2-mal im Jahr auf eine Rennstrecke gehen würden. Und dann könnten sie sich richtig ausfahren machen. Und da ist auch nicht so schlimm, wenn man runterfährt. Das besteht natürlich auch die Gefahr einer ungewollten Auslese. Wenn die auf eine Rennstrecke gehen und sagen, gebt doch auf der Rennstrecke Gas, deswegen beherrschen sie die Maschine ja nicht besser. Weißt du? Ja, aber da könnten sie sich wenigstens austoben. Also da hat man keinen Gegenverkehr und da sind keine Bäume und keine Leitplanken. Und aber diese Betonmauer. Was ist eine Betonmauer in Spanien, wo du reingerast bist? Ja, super. Also mein Eindruck ist, die Motorräder werden bei vielen Leuten zu Waffen. Es ist ja, man kann mit 18 Motorradführerschein machen, ja? Und dann gibt es doch keine Begrenzung, wie viel Kubik die Maschine hat, die sich einer als Erster kauft, oder? Also Kubik nicht, aber es gibt ja ein PS-Limit, also man darf 34 PS nur fahren die ersten 2 Jahre. Aha, gut, aber wie viele Stundenkilometer kriegt man mit 34 PS drauf? Das gehört auch schon saftig, oder? Weiß gar nicht. 190, 200 bestimmt, ja. Ja, 190 ohne Karosserie, ohne irgendwas, also das ist doch, und dann bei Regen. Und so, also ich halte es für wahnsinnig gefährlich. Aber ich bin wahrscheinlich zu ängstlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das hast du jetzt irgendwie sehr direkt gesagt, ne? Was ist das nächste Rennen, was du fährst? Ich fahre morgen in die Tschechei, nach Brünn.
Und da haben wir am Sonntag im Supersport 600 deutschen Meisterschaftslauf. Ein deutscher Meisterschaftslauf in Brünn in der Tschechei? Ja. Warum das? Wir fahren in ganz Europa. Deutsche Meisterschaften. Meisterschaft, ja. Interessiert das die anderen Europäer, die deutschen Meisterschaften? Wenn die da sind an der Rennstrecke? Ja, also da sind meistens dann auch noch zwei, drei Wildcard-Fahrer dabei. Ja. Von diesem Land, in dem wir eben sind. Ach so. Und ja, das interessiert die schon. Ja. Katja, drück dir die Daumen, dass das jetzt mit den Unfällen auch sich damit dann erledigt hat. Mhm. Ja, weil, mein, so ein Unfall kann passieren, aber wenn der Arzt es nicht erkennt, der wird mir schwarz vor Augen. Wenn ich das höre, wirklich. Grausam. Aber ich denke mal, du hast die Sache im Griff und man kann dir nicht mehr als Daumen drücken. Okay. Ja? Danke. Alles Gute. Dankeschön. Und wir freuen uns, wenn du mal wieder bei uns zu Gast bist. Und heute läuft wieder das Rennen morgen. Danke. Katja Pönsken, meine Damen und Herren. Morgen Abend bei uns zu Gast zwei außergewöhnliche Frauen, großartige Schauspielerin Anja Kling und unsere Viva-Kollegin Milka. Dankeschön für heute Abend. Bis morgen. Tschüss, gute Nacht.